Wie war denn überhaupt die allererste Probe, nachdem ihr gelandet seid? Wollen wir davon reden? Besser nicht, auf jeden Fall. Ja, war nicht so berauschend auf jeden Fall. Aber es lag vielleicht auch daran, dass jeder so ein bisschen mit seinen eigenen Schwierigkeiten kämpfen musste. Mal so auf 2600 Metern zu spielen, war jetzt für einen Bläser nicht ganz so leicht. Meine ersten Eindrücke sind einfach, ich bin nur super, super glücklich, dass ihr da seid. Wir haben jetzt schon ein paar fantastische Konzerte gehabt und die Erwartungen, die ich ursprünglich hatte, sind absolut übertroffen. Wir haben so eine wunderbare Gruppe von feinen Musikern, von feinen Menschen, feine Erfahrungen hier in Ecuador gemacht. Das war für uns alle eine Offenbarung, glaube ich. La batteria! Die Leute sind plötzlich aufgesprungen, losgetanzt. Und es war eigentlich, es war nicht mehr zu unterscheiden, wo Bühne war, wo Publikumsort ist. Und es war einfach ein einziges riesengroßes Durcheinander und Tohuwabohu. Eigentlich war alles ein einziger tanzender, hüpfender Ort. Eine riesige Menschenmasse. Das war echt unglaublich. Das war echt krass. Ich bin sehr froh, dass die Ladies and Gentlemen vom Orchester, die haben sich so wahnsinnig gut reagiert mit Publikum und auch waren beispielhaft für Deutschland. Also wirklich hat ein guter Stempel als Außenminister. Jeder war ein kleiner Außenminister von Deutschland.